Was macht eine attraktive Innenstadt aus? Und eine Fahrt im Azubi-Taxi. Jetzt in meinem Video. Willkommen zurück. Wir starten mit einer neuen Ausgabe des Logbuchs in diesem Tag und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Das Wichtigste zuerst. Vieles können wir aktuell in gewohnter Weise leider nicht durchführen. So zum Beispiel auch eine Fahrt im Azubi-Taxi. Das wäre aktuell nicht möglich. Daher wollen wir noch etwas digitaler werden. Und zwar live digital. Wir wollen live mit Ihnen über Ihren Rechner, über Ihr Smartphone kommunizieren. Und das macht unser Schafferle Lea Lichofnik. Und zwar folgendermaßen. Hey Leute, normalerweise kennt ihr mich aus dieser Situation. Oder dieser. Oder dieser. Die aktuelle Situation lässt es leider nicht zu, dass ich für euch in die Unternehmen des Landkreises gehe, um die verschiedensten Ausbildungsmöglichkeiten, das Unternehmen selbst und die anderen Jobs zeige. Deswegen haben wir was Neues für euch. Die Talentschmiede live. Seid bereits am kommenden Dienstag um 18 Uhr auf dem Facebook-Kanal und am Mittwoch um 18 Uhr auf dem YouTube-Kanal des Wirtschaftsradars live dabei. Bis dahin, seid gespannt. Also, bis nächsten Dienstag um 18 Uhr. Ja, in den letzten Monaten haben die Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie dafür gesorgt, dass viele Bereiche unseres Lebens nur noch eingeschränkt zugänglich waren. Das hatte Folgen, insbesondere auch für den Einzelhandel. Was es bedeutet, wenn die Fußgängerzonen und Geschäfte im Landkreis plötzlich wie verlassen daliegen, ist uns in dieser Zeit in vielerlei Hinsicht bewusst geworden. Umso wichtiger ist es, den Einzelhandel und das öffentliche Leben darum herum jetzt wieder voranzubringen. Wie viel Potenzial eine attraktive Innenstadt für ihre Bewohner birgt, darüber habe ich mit Dr. Daniel Terberger, dem Vorstandsvorsitzenden der KATAG AG, gesprochen. Eine attraktive Innenstadt hat Erlebnisse zu bieten, die sie von anderen Städten unterscheidet. Das ist Service, das ist Konsum, Sortimente, aber auch Veranstaltungen. Vor allen Dingen wird es gemacht von Menschen, attraktiven Menschen, die sich begegnen, sozialen Gruppen. Natürlich kann das durch Veranstaltungen forciert werden, aber im Wesentlichen sind es die Händler, die eine Innenstadt machen. Ich glaube, Events spielen eine große Rolle. Und Events, die spezifisch Zielgruppen ansprechen, mit Hobbys, mit Emotionen, sind besonders gut. Natürlich sollten sie nicht zu nischig sein, damit auch genug Menschen kommen können. Das kann eine E-Gaming-Olympiade sein für ganz junge Skating, junge Zielgruppe. Das kann ein Oldtimer-Event sein, wo Menschen, die Spaß haben an alten Autos, sich treffen. Oder einfach die klassischen Dinge wie ein Weihnachtsmarkt oder ein Weinmarkt oder ein Bierfestival. Einfach, wo Menschen sich begegnen, die sich zu schönen Dingen treffen wollen. Ja, ich glaube, es ist keine temporäre Erscheinung, sondern etwas, was dauerhaft bleibt. Kurzfristige Impulse, die attraktiv sind. Manche Sortimente oder Themen sind für 4 Wochen interessant, die will man aber nicht 4 Jahre hintereinander sehen. Und dann ist das nächste Konzept, was an den Standort kommt, besonders gut, damit ein Gast, der wieder in die Stadt kommt, dort wieder etwas anderes vorfindet, Abwechslung vorfindet. Aber die Koordination und wirtschaftliche Gestaltung solcher Pop-up-Dinge ist je nach Konzept unterschiedlich. Wenn ich mich an eine Frequenz dranhängen kann, die schon gestaltet wird, beispielsweise ein Weihnachtsmarkt, wo ich sage, ich habe ein neues Konzept von einem ökologischen Weihnachtsbaum oder eine neue Form von vielleicht Getränk, die ich an einen Weinmarkt dranhänge, dann ist das naturgegeben. Wenn ich etwas völlig Neues promoten will, dann ist es sicher schwierig, wie man das Werbekonzept gestaltet und dann muss ich mich an Hochfrequenzstandorte leider oft in Metropolen dranhängen. Handel ist immer Wandel und Innenstädte haben immer wieder ein neues Bild bekommen durch neue Akteure, neue Bürgermeister, neue Händler. Das ist das
zentrale Element in Europas Innenstädten seit Jahrhunderten. Also können auch neue Aktivitäten da gut dazu passen. Das muss nicht jedes Jahr alles komplett neu sein, aber immer wieder neue Elemente, die entweder die Verbraucher lieben oder wenn sie sie nicht lieben, dann lässt man sie auch wieder fallen. Das ist ein bisschen Try and Error, aber das gehört zusammen, damit immer wieder neu eine authentische Stadt entsteht. Ja, das Stichwort Innovation und Begeisterung, das finden wir auch immer wieder in den Firmen und Betrieben unseres Landkreises. Vor allem, wenn die jungen Nachwuchskräfte mit Mikrofon und Kamera auf Tour gehen, um mit der Geschäftsführung ins Gespräch zu kommen. So wie letzten Sommer bei der Firma Biel in Bingen. Film ab und gute Fahrt. Hallo, das ist der Jona. Das ist der Philipp. Wir sind Schreiner-Azubis der Firma Biel in Bingen und wir machen uns heute auf den Weg mit unserem Chef zur aktuellen Gesellerstückausstellung in die Kreissparkasse. Und die Zeit im Azubi-Taxi wollen wir dazu nutzen, um mit unserem Chef über Dinge zu sprechen, über die wir mit ihm normal nicht sprechen können. Und los! Hallo. Hallo. Fangen wir mal direkt an mit der ersten Frage, um die Zeit bestmöglich auszunutzen. Und zwar würden wir zwei gerne wissen, wie denn Ihr beruflicher Werdegang so war. Das war eigentlich von vornherein klar, was ich dann mache. Also die Zimmererlehre habe ich gemacht. Und dann relativ schnell mit 22 der Meister drauf. So ist es geblieben. Also heute hätte ich wahrscheinlich auch noch irgendein Ingenieurstudium drauf machen oder BWL-Studium. Aber es funktioniert auch so. Also man braucht nicht immer gleich das Studium dazu, um einen Betrieb zu führen. Ich bin immer ein Befürworter dafür, dass Schulabgänger wenigstens eine zweijährige Lehre irgendwo machen sollen. Die Schulabgänger kriegen einen Bezug zum reellen Leben. Sie sehen einmal, was heißt, Geld zu verdienen. Und du hast nachher halt eine Basis, wo du dich einfach selber bestätigt fühlst. Du hast was in der Tasche, du hast einen Ausbildungsberuf in der Tasche. Und auf dem kannst du dein Studium aufbauen. Das nimmt dir keiner mehr. Das ist das Schöne am Handwerksberuf, dass auch immer was da ist, wo man selber mit den eigenen Händen gemacht hat. Dass man auch und sieht, was man geschafft hat. Genau. Und ja, das hat sich natürlich auch im Privatbereich, das wisst ihr wahrscheinlich auch schon, man kann halt viel mitmachen und kann auch selber sich die Dinge zurecht fertigen, wie man sie braucht. Und das ist eigentlich das Schöne. Also ich hätte jetzt noch nie irgendwo was anderes wollen machen. Wenn du heute jemanden hast, der das Abitur hat, der bleibt dir meistens nicht. Und die anderen bleiben dir vielleicht eher als die Arbeiter, die nachher in der Werkstatt sind. Die weitermachen, kommen vielleicht nachher zurück in der Beratung, in der Planung und so weiter, dass wir hier die entsprechenden Mitarbeiter bekommen. Man kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwo jemanden gibt, wo du jetzt gesagt hast, das rendiert sich nicht, den Auszubilden. Was ist denn Ihr persönliches Lieblingsholz? Das kommt immer darauf an, zu was es passen muss und wo es dazugehört. Also was zurzeit toll ist, dass in unserer Gesellschaft einfach wieder das Naturelle gefragt ist. Ob das bei Eiche ist mit den Ästen, mit Einläufen, mit Rissen, wo dann schwarz oder grau oder sonst was ausgespachtelt wird. Oder bei Buche, dass da einfach mal ein Kern mit drin sein darf. Das war vor 20 Jahren undenkbar. Und das ist das Tolle. Dass sich natürlich auch wandelt. Du musst dich so alle 5 Jahre musst du mit neuen Themen auseinandersetzen. Das finde ich das Tolle eigentlich, wenn es auch Arbeit macht. Eigentlich alle von Ihrer Familie sind in der Feuerwehr, aber Sie nicht. Was machen Sie in der Zeit, wenn der Pieps runtergeht? Genießen Sie da die Ruhe daheim, oder? Ist sehr gut, ja, so ist es mittlerweile. Ja. Also da hast du natürlich recht, im Moment springt jeder mit dem Piepser rum, bis auf ich. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn du dann im Haus bist, dann gehen es mal so 4 so Piepser runter. Da ist dann die Hölle los. Und ich kann mich dann zurücklehnen und sagen, gut, ich habe ja meinen Beitrag geleistet, dass 4 Leute jetzt ausrücken. Und dann kann ich mich da ruhig zurücklehnen und sagen, ja, das wird schon alles klappen.
So, das war's Azubi-Taxi. Uns hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr konntet jetzt auch sehen, was wir für ein lässiges Chef haben. Kommt doch einfach mal vorbei. Bis bald. Ciao. Ein spannendes Gespräch mit einer tollen Truppe. Wenn Sie Jörg Wiels Plädoyer für eine Ausbildung motiviert hat, sich weiter mit diesem Thema zu befassen, finden Sie auf wirtschaftsradar.net alle weiteren Folgen der Talentschmiede. Wir freuen uns, wenn Sie vorbeischauen. Ansonsten bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch die nächste Zeit. Wir sehen uns dann am 25. Juni zu einer neuen Ausgabe des Logbuchs wieder. Bis dahin, tschüss!